Hallo zu einem neuen Video von uns. Ich sag mal Hallo zu meiner Karin. Hallo. So, und was fehlt mir noch zu Hause? Ein Türkranz. Genau, und den machen wir heute. Genau. Weihnachtlich, winterlich. Den machen wir heute Weihnacht winterlich mit viel Glitzer, weil du ja die Ja, Glitzer, Glitzer, Glitzer. Glitzer. Wir entführen euch praktisch wie eine Eisprinzessin. Das ist alles so kühl, kalt, angehaucht. Aber nicht dieses warme Gold. Diesmal machen wir was Silber mit So schaut's aus. Kristallen. Mal was Einfach mal ganz was Schickes. anderes. Ganz edel soll's werden. Da habe ich wieder so einen Kranz aus gemischten Grün. Ein frischer natürlich, ne? Ja. Nix Plastik. Nee, das brauchen wir euch ja wieder nicht zeigen, wie der Nee. gewickelt wird. Und den pimpen wir jetzt praktisch wieder mit frischen Olivenzweigen. Ah, Oliven hast du auch wieder. Hast bekommen Haben wir jetzt gestern wieder, wieder, ne? Kleine und große? ja, haben jetzt in allen Größen, in Okay, allen dann Varianten stelle ich da. euch da wieder in Chopin ein. Und das ja auch mal, das zeigt dann auch dieses Silbrige, das satte Grün und das Silbrige, das ist dann auch noch einmal so kalt, ne? Ja, du siehst wieder die Details, ne? Und das Gleiche ist mit dem Eukalyptus, den haben wir jetzt auch in Natur mit Fruchtstand bekommen und der ist auch so Wunderschön. schön kühl angehaucht. Wunderbar. Hast du den Rosanen auch noch? Den Rosanen kriegen wir heute Nachmittag wieder. Also kriegen wir auch, dann kann ich euch das auch gleichzeitig mit einstellen. Und den werde ich jetzt einfach nur den Wow. Eukalyptus und die Olive ein bisschen rumdrapieren noch. Und da habe ich mir auch so 12er Draht, so kleine Stückchen geschnitten und gleich so kleine Gabeln gemacht, um das Ganze dann wieder festzuhaften. Super. Ja, Adventskranz werde alle stehen haben jetzt, schätzungsweise. Da braucht man nichts mehr machen jetzt. Aber ich glaube, da haben wir ja viel reingebracht letzte Woche. Ja, Türkranz haben vielleicht auch einige, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keinen. Ja, Ich aber ich mache brauche immer meinen einen. heute. Wie oft gehe ich rein und raus am Tag? Ne, ist schon ein paar Mal. Ach, guck, das machst du wieder einfach schön fest. Ja. Und ich mache mir auch noch einen Türkranz. Ich habe ja im Garten so ein kleines Mäuerchen und ich finde auch im Garten schön, Oh wenn man ja. mal dekoriert einen Türkranz. Und wie wird deiner aussehen? Also ich mache mir einmal so einen Reifen mit diesen LED-Kerzen, die mir gezeigt haben. Da hast du nur noch ein paar, ne? Ja, So viel haben wir da gar nicht mehr. weil bei uns ja der Eingang ziemlich dunkel ist und da finde ich schön, wenn da nachts so ein Licht leuchtet. Auch das Oder ist voll abends. schön, kann ich mir gut vorstellen. Und der andere wird aber auch aus einer Naturmaterialien, der dann in den Garten kommt. Ne? Schön. Machst du mehr Silber oder mehr Gold, machst du bei dir? Also an die Haustür kommt Silber, obwohl mein Haus ziemlich rustikal ist. Aber ich habe so gekalkte Laternen vorm Haus Oh, stehen. da passt es natürlich Und gut. so noch so Wichtel von letztes Jahr in Grau mit silbernen Bärten. Und da passt es natürlich silberschöner Na dazu. klar. Optimal. So, ich grüße jetzt mal hier. Ich grüße mal Kunden, die mir im Gedächtnis bleiben, weil sie fast jede Woche bestellen. Ich grüße mal die Jutta aus Lauf, die uns auch schon besucht hat im Übrigen. Genau, Genau, also hallo das Jutta. war total süß. Und auch nachdem sie da war, hat sie auch schon wieder zweimal eingekauft. Also großartig. Dann grüße ich mal nach Wendlingen an den Neckar. Genau, da hat auch jemand schon zweimal jetzt bestellt in der letzten Woche. Große Bestellungen mit vielen Sachen gemacht. Also ganz große Klasse. Und auch wenn ihr in den Instagram-Stories was seht, ihr könnt mich da immer anschreiben auch. Ich schaue auch nach, was die Sachen kosten. Und natürlich ist alles verkäuflich, was ihr im Laden seht, weil ich kriege immer ganz liebe Nachrichten auf Instagram, Direktnachrichten, ob das und das verkäuflich ist und was das kosten würde. Also alles, was ihr im Laden seht, ist meistens, ne, also sogar die Möbel teilweise. Ja, Ne. natürlich. Bloß beim Möbel ist es ja so, da Das braucht da man dann eine können wir, ja, Spedition. da muss man dann mal gucken. Aber Aber meistens seid ihr ja an Dekoartikeln interessiert und da ist eigentlich alles, was zu sehen ist, zu verkaufen auch. Ganz klare Sache. Ja, für die, die neu sind, und das sind ganz schön viele diesen Monat, fast 2000, schön. sage ich mal vielen lieben Dank fürs Abonnieren und ich setze euch den Link zu unserem Shop unter das Video und da findet ihr alle Artikel von der Karin von Blumen im Ratskeller Kulmbach und wenn ihr natürlich aus der Ecke hier kommt, kommt auch gern mal vorbei, jetzt in der Vorweihnachtszeit, ne? Solange das alles hier offen ist, sage ich mal, ist das ja schon mal gut. Ja, da Genau. haben wir es schon gut in Deutschland, ne? Die Geschäfte Also sind noch alle wir offen. sind echt noch dankbar, dass wir Gell? noch offen Muss haben man auch mal dürfen. sagen dazu. Das ist schon sehr wichtig, ne? Weil nur Also, mit Bestellen würde das Ganze nee, nicht das schaffst du funktionieren. nicht. Das ist klar. Das unterstützt zwar ein bisschen, aber das fängt natürlich hier nicht den Umsatz auf, den du sonst Nee, und machst. der Das ist ja Kunde klar. möchte ja auch mal bitte das Zeug teilweise auch mal so live in die Hand nehmen oder die ganze Atmosphäre vom Laden Oh genießen. ja, und das versuche ich ja immer ein bisschen einzufangen.
Und da haben wir natürlich ganz viele Neukunden jetzt auch diesen Monat dazu gekriegt, die jetzt gleich auch 2-3 Mal bestellt haben, weil sie es gar nicht packen können, wie toll die Sachen sind. Aber die haben halt auch wirklich eine super schöne Qualität. Die hast du noch gar nicht gezeigt, oder? Nee, die hat die Kitty jetzt. Also wir sag mir mal, was der kostet, der Zweig. Und wir räumen jetzt die letzten Sachen noch aus dem Lager und füllen auf. Die liegen ja schon ewig hier. Ich gucke mal. Mach du weiter. Ich schau mal hier. Das sind auch so goldene Zweige. Ich fand die ganze Zeit schon so schön hier. Guck mal, die passen auch zum Kranz. Die glitzern wie verrückt. Und so ein Zweig kostet 6,95 €, aber könnt ihr ja auch wieder teilen oder irgendwie sowas. Ich finde den auch schön, wenn du so eine Tischdeko hast und legst den einfach nur so seitlich daneben. Wenn man jetzt einen Kranz hat, in Rottöne, magst du rechts und links so ein Blatt noch dazu, du das Ganze noch aufpushen, brauchst du gar keine Tischdeko. Also ich finde die ganz toll, die haben wir noch gar nicht vorgestellt, die stehen hier schon rum. Ich zeig's mal kurz, ich würde dann keine Tischdecke auf den Tisch legen, sondern wirklich so seitlich rechts und links vom Kranz nochmal so ein Zweig. Und es sieht natürlich dann schon mega aus. Auf jeden Fall. Also ich kann die Augen gar nicht davon abwenden, weil das glitzert hier die ganze Zeit. Ja. Und da haben wir ja auch ein paar noch. Genau, könnte man auch mal, wenn es auf dem Tisch liegt, so ein paar kleine LED-Lichter noch dazwischen nochmal anhauchen. Ich stelle euch das mal mit ein. Vielleicht habt ihr ja auch eine Vase, wo ihr es reintun wollt mit ein paar echten Kryptomeria-Zweigen oder irgendwelchen Zypressen-Zweigen. Ist das bestimmt auch schön. Da müsst ihr gar nicht viel machen. Ja. So, hast schon alles gesteckt. Das ist jetzt mal so der Grund. Das finde ich jetzt schon richtig schön. Super. Deswegen machen wir auch ganz dezent wieder Deko. Nicht viel Sachen drauf. Wirklich nur 2-3 Highlights, ja, damit genau. Der Kranz wirkt. Ich liebe Eukalyptus. Mit den Fruchtständen, so schön. So, als erstes mache ich dein Band zum Aufhängen hin. Oh ja, da mache ich jetzt eine Kombi aus diesem Lederband mit Sternchen. Was, ein Lederband ist das tatsächlich? Das ist ein bisschen stabiler. Wahnsinn. Weil dann habe ich hier noch so ein dünnes Spitzenband in Silber. Aber das ist cool. Das hält halt nicht so viel Gewicht aus. Das ist sehr dünn und durch diese Spitze. Und deswegen kombiniere ich die beiden zusammen als Aufhänger. Dann trägt das Lederband praktisch den Kranz. Das ist ja klasse. Okay, wie ist denn da der Meterpreis für das? Also von dem Sternchenband 1,58 und von dem silbernen 1,60 der Meter. Der Meter, genau, weil dann kann ich euch das auch einstellen, falls ihr das irgendwie nachbasteln möchtet. Ich brauche gar nicht lang, also von der Kamera bis hier vielleicht so. Länger brauche ich nicht, weil da habe ich mein Haken an der Tür und dann hängt es schon schön. Boah, der sieht so schon toll aus, Himmel. Also, das ist echt Wahnsinn. Wie gesagt, zuerst das Band zum Aufhängen, weil ich möchte da noch was drauf machen und dann brauchen wir erstmal das Band. Das wird doppelt laufen. Dann wird wieder ein Knoten reingemacht, so ein Doppelknoten. Ich habe heute so kalte Finger. Also meine sind heute mal warm. Ja, müsstest du fast den Knoten. Müssten ich machen, genau. Ach Gott. So, und das seht ihr schon, wenn ich das zusammenreiße, dass dieses das reißt. Aber so als optischer Hingucker. Deswegen, es verschwindet ja in dem Knoten, es hält ja und das Lederband hält dann den Kranz. Aber wir finden dieses Spitzenband mega. So toll. Wir haben das auch in Gold. Und, wenn man es kombinieren kann, ist doch prima, dann hält es auch das Gewicht. Ja. Super. Und dann kann man eventuell, damit sich das Band nicht immer verschiebt, könnt ihr da auch nochmal so eine Gabel machen und könnt es hinten nochmal fixieren. Ah, das ist cool. Ja, bei uns gehen natürlich 6 Leute jeden Tag raus, rein. Und dann rollt es natürlich an der Tür hin und her. Das ist cool. Ja, genau. Und was ein bisschen zu lang ist, das kann man da noch abschneiden. Das ist ja, habe ich mich jetzt schon die ganze Woche drauf gefreut, auf den Türkranz. Ne? Ja, jetzt wird schon, normalerweise hängt er schon längst. Ja, wir wollten ihn auch gestern machen, aber gestern. Nee, hast so viel Arbeit gehabt. So, dann haben wir hier hoch, das habe ich jetzt ganz verknotet. Moment, das habe ich jetzt ganz schlau gemacht. Das schneide ich, mach doch einfach. Ach, hast du schon raus jetzt? Da haben wir wunderschöne Sterne. Das ist aus Glas. Wow. Und die sind dann mit Glitzer, deswegen sage ich ja so aus Eisprinzessin. Ich kriege die Kamera doch jetzt. Oh, Wahnsinn. Echter Hammer. Und, aus Glas, was kostet da einer? 5,95 €. Also das geht ja. Hast du da noch welche? Deswegen haben wir ja gesagt. Okay, wie viel? 10 Stück oder 7? Müssen wir nachher mal, wir zählen mal durch. Ihr wisst ja, wir haben immer nicht so die riesen Stückzahlen. Wir sind ja hier auch nicht im, keine Ahnung,
Hagebau-Obi. Wir sind ja hier kein und schon gar kein Baumarkt. Nee, also es ist ja so, wir wollen ja auch keine Massenware anbieten, so, sondern dass die Leute immer was Besonderes haben und auch ständig im Wechsel. Das sieht toll aus. Also da müsst ihr echt schnell sein, glaube ich. Die packe ich euch natürlich sehr, sehr gut ein in ganz viel Luftpolsterfolie, dass auch nichts passiert. Und dadurch, also wenn ihr jetzt, wie ich da, einen 25er Kranz, der dann 30, 35 Durchmesser hat, liegt der Kranz, also der Stern auf dem Kranz auf. Perfekt. Weil das ist wichtig, ja. Durch den Glas, der darf nicht im Kranz sein, sonst schlägt er an der Tür an und geht dann irgendwann kaputt. Da hast du recht, das stimmt. Und da ist ja oben so eine Öse und da habe ich wieder so ein... Hast du eine Gabel gemacht? Genau, und die steckt dir oben rein. Jawohl. Und damit fixiert ihr dann den Kranz, den Stern. Ja. Schön, der sieht echt toll aus. Dann haben wir... Oh wow, das wird ja immer besser. Diese Glitzerzapfen. Himmeldonnerwetter, warte, das muss die Kamera erstmal anfangen. Dieses Jahr so hier. Sensationell. Hat die Kamera sogar Probleme, das einzufangen. Du mach doch mal ein Stück zurück. Was ist denn? Ist das auch Glas? Das ist auch Glas. Und den wollte ich praktisch hier oben draufsetzen, dass der dann hier zwischenhängt. Wow, der ist echt toll. Der glänzt und glitzert, wie ich es noch nicht gesehen habe. Vielleicht sieht man es dann im Außenbereich, wenn bestimmt, wir das Bild machen. Besser. Bestimmt. Ich habe ja meine richtige Kamera auch da gelassen. Ich hoffe, die ist noch da. Ja, die steht da hinten. Weil ich nämlich dachte, wir machen mal ein richtig schönes Vorschaubild. Da müssen wir mal gucken, wie das... Also da macht ja auch nochmal wieder so eine Öse. Aus Glas. Und steckt das da oben wieder rein. Wo liegt der preislich jetzt? Das habe ich abgezogen. Das bei 4,95. Also ich finde die Wand preislich traumhaft, echt top. Traumhaft. Und die hast du sogar versteckt. Die hast du gar nicht im Laden drin, ne? Gott sei Dank. Die sind jetzt exklusiv also der, im Online-Shop. Der fällt jetzt nach hinten, aber wenn es dann hängt, hängt er oben drauf. Wow, ist der schön. So, und da du ja noch eine Beleuchtung wolltest... Genau, also man kann es jetzt hier so schon lassen, aber ich habe gedacht, Mensch, du hast diese schönen, wunderschönen Drahtkränze beleuchtet und ich habe noch in Silber 6 Stück gefunden. Mehr sind es nicht, wenn ich jetzt den mitnehme und es sieht doch traumhaft, oder? Traumhaft, geil, so schön. Ich mache jetzt nur zum Verarbeiten nochmal das Licht aus. Na klar. Den legt ihr dann einfach oben drüber. Und fixiert es dann auch wieder mit Draht. Mit so einer Gabel wieder? Genau. Ja, muss natürlich ein bisschen länger sein jetzt, damit es auch richtig greift. Ja. Ach genau, und dann am unteren Ende, genau. Am unteren Ende einstecken. Reinstecken, genau. Dann hält es auch richtig gut. Boah, ist der klasse. Da wird meine Schwiegermutter schauen heute, wenn sie zur Haustür rausgeht. Naja, oder rein. Weiße, du magst immer wegen was Besonderes. Das weiß sie ja, aber die hat auch gesagt beim Frühlingskranz, boah, der ist ja wunderschön. Na, die weiß, wenn ich mit Deko komme, dann hat das Hand und Fuß. Naja, schließlich muss das jetzt auch passen. Ne? Ja, das muss jetzt passen, auf jeden Fall. So. Ja, eine dunkelbraune Tür, da kommt der grüne, silbrige Kranz richtig gut raus, denke ich mal. Das ist toll, ne? Also ich würde ihn schon 4-mal fixieren. Ja. Weil, wie gesagt... Ja, wenn die Jungs rausrennen, die knallen dann schon mal zu, ne? Die knallen die Türen zu. Dann muss es halten. Eine Tür geht halt doch immer wieder auf und zu, mehrmals am Tage. Das ist nicht... Wobei man sowas auch mal so an die Wand hängen kann, ne? Also ich habe ja, in der Küche, bei mir in der Küche, ich habe eine freie Wand, da habe ich auch jedes Jahr einen Kranz hängen, ne? Den habe ich aber schon fertig. Den hast du schon fertig? Ich. Wann hast du denn den gemacht? Nachtschicht? Am Samstag. Okay. Ich habe am Samstag bis abends um 8 bei mir alles dann dekoriert nach Feierabend. Ne, du, das braucht man auch manchmal, ich oder? Ich wollte es ja dann auch immer ein wenig schön haben. Eben, ja. Du kommst heim und hast ich habe dann 1000 tolle Sachen verpackt und nichts selber zu Hause. Deswegen, ich gehe hier nie raus eigentlich ohne was zu kaufen. Das ist halt ganz schlimm. So, schön. Und für mich wäre jetzt fast schon fertig. Ich würde jetzt einfach nur noch mal ab und zu so eine kleine weiße matte Kugel draufkleben und mehr finde ich braucht's dann gar nicht. Und mehr nicht, das war's, Ende aus. Und dann wirkt er an sich und alles wirkt richtig gut. Super schön, Wahnsinn. Und dann macht ihr auch immer wieder 2 nebeneinander. Hast du noch Kränze frische? Weil ich habe gestern nicht mehr viel liegen sehen. Oder kriegst du noch welche oder eher also nicht? Also kriegen tun wir jetzt nichts mehr, wir müssten mal zählen, aber ich glaube in der Größe haben wir vielleicht noch 3. 3 oder so, okay. Ich stelle ein, was wir haben und wenn nicht,
naja, ich sag mal, Grenze findet er wahrscheinlich auch bei euch sonst irgendwo. Aber was wir da haben, das stelle ich euch noch ein. Ja, oder ihr habt vielleicht Lust und bastelt selber. Oder bastelt ein, selber ein, ja? Das geht natürlich viele auch. Viele haben ja im Garten trotzdem ein bisschen Koniferen stehen oder so. Und da kann man das ja schön verwenden. Genau. Da mag es nicht. Doch, doch. Das mag schon. Ja, und Eukalyptus sieht halt auch immer so schön aus, selbst wenn es eintrocknet, ne? Sieht immer noch toll Eukalyptus aus. Eukalyptus und Olive, das ist alles. Und ich finde, es ist halt heuer so ein richtiges Muss. Aber hatte ich schon letztes Jahr an meiner Tür. Ja. Da hatte ich so eine Glockendeko dran. Ja, mit genau. So Strauß, das Olive schön, und Tanne. Ja. Und ich glaube, das habe ich dir mal gezeigt. Mhm. Das fand ich auch schön. Aber dieses Jahr wieder ein Kranz. Also Eukalyptus ist ja seit letztes Jahr Trend. Total, ne? Und dieser Faden zieht sich einfach dieses Jahr noch komplett durch. Mhm. Ist auch immer noch total modern, finde ich. Da hat man sich noch gar nicht satt gesehen, ne? So, dann machen jetzt müsste er stark sein. So. Super. Hat die auch einen Timer, ja, ne? Ja. Super. Den verstecke ich dann hinterm Kranz. Oh, wow. Und jetzt seid ihr dran. Boah, ist der schön. Ich finde. Ich mache es jetzt mal kurz, weil jetzt sieht man auch, wie der Zapfen, schau mal, wie der Zapfen jetzt glitzert. Ist das der Wahnsinn? So, jetzt seid ihr dran, weil das Video wird sonst wieder elend lang. Ich freue mich jetzt. Ich schleppe den jetzt gleich nach Hause. Ich habe noch ein paar Bestellungen, dann nehme ich den gleich mit und hänge den auf. Ja, macht's gerne nach. Ich bin total happy und begeistert, wie toll der ist. Vielleicht machen wir den auch doch. Der ist super. Also wirklich, kann man nicht toppen, meiner Meinung nach. Schreibt uns gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Da würden wir uns drüber freuen, wie immer. Ja, und ansonsten würden wir uns auch freuen, abonniert unseren Kanal, natürlich kostenlos. Kommen in der Woche immer noch ein, zwei Videos. Was machen wir demnächst? Ein bisschen Weihnachtstischdeko vielleicht können oder so? Wir auf jeden Fall irgendwas machen. Kleines, Nettes, weil die Kränze sind ja nun, ja, stehen nun alle. Aber ich denke, wir können trotzdem noch viele Sachen machen, die ein bisschen weihnachtlich, winterlich sind, oder? Finde ich auch. Und vielleicht auch für den Gartenbereich noch einmal so oh, süße, ja. Rustige Sachen, dass man da einfach mal so ein kleines Engelchen wo mit reinarbeiten. Auf jeden oder so. Fall. Weil das kannst du ja auch gerade diese Rostsachen länger stehen lassen, ja. Bis das Frühjahr da beginnt. Da passiert ja nichts damit. Dann hat man halt Deko ein bisschen länger. Ne? Ganz genau. Also, vielen lieben Dank fürs Reinschauen, fürs Einschalten. Bleibt alle schön gesund und bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss! Hallöchen, auch neu im Shop. Diese Herzchen stelle ich euch mal ein. Kostet 1,395 €. Glitzern wie verrückt, sehen unheimlich schön aus. Toll, oder? Wow. Kommt jetzt gar nicht so rüber.